Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist Cap One, eure Kappe 1 mit einer weiteren Folge von Let's Play World of Warships. Heute geht es wie angekündigt um die leichten Kreuzer der Cleveland-Klasse mit einer Doppelfolge im Let's Play-Teil. Und als kurzes Gimmick zwischendurch schauen wir uns mal an, was Mitspieler so alles mit ihren Torpedos anstelle und was am Ende dann dabei rauskommt. Und mit dem Infoteil fangen wir jetzt sofort an. Die leichten Kreuzer der Cleveland-Klasse, Ende der 30er Jahre geplant, der das erste Schiff, die Cleveland, dessen Keylegung am 1. Juli 1940 und in Dienststellung am 15. Juni 1942 war, den Namen gegeben hat, waren äußerst erfolgreiche Kreuzer. Ursprünglich sollten 52 leichte Kreuzer der Cleveland-Klasse gebaut werden. Letztendlich wurde bei 39 Schiffen der Cleveland-Klasse mit dem Bau begonnen, jedoch nur 36 fertiggestellt. 27 davon als Kreuzer und 9 der im Bau befindlichen Schiffsrümpfe, die hat man dann ab Januar 1942 nach dem japanischen Überfall auf Pearl Harbor dazu benutzt, um sie als dringend benötigte Flugzeugträger umzubauen. Den Notfallplan hat man bereits seit Vorkriegszeit im Petto gehabt. Keiner der Kreuzer ging im Krieg verloren. Allerdings wurde ein zum Träger umgebauter Kreuzer, die Princeton, bei der Rückeroberung der Philippinen 1944 von den Japanern weitgehend zerstört. Und das kam so. Seit 20. Oktober lief durch General Douglas MacArthur die Rückeroberung der Philippinen an. Und die 6. Armee landete an der Ostküste der Insel Leyte. Währenddessen lag die Princeton zusammen mit der Trägerflotte am 24. Oktober 1944, k. 185 Kilometer nordöstlich vor der Insel Luzon. Und ihre Flugzeuge flogen Angriffe gegen Flugplätze, um die im Golf ankernde Invasionsflotte zu schützen. Am frühen Morgen dieses 24. Oktober wurde die US-Trägerflotte von japanischen Aufklärungsflugzeugen erkannt und die Position mitgeteilt. Gegen 10 Uhr stieß ein Bombenflugzeug auf die Princeton herab und warf aus k. 450 Meter Höhe eine 500 Pfund schwere Sprengbombe auf die Princeton ab. Die Bombe durchschlug dann das Heck des Schiffs und explodierte im Schiffinneren. Die Schiffsbesatzung begann sofort mit Löscharbeiten, während ein Zerstörer längsseits zum Bug der Princeton kam, um erste Verwundete aufzunehmen. Zwei weitere Kreuzer, die USS Reno und Birmingham, unterstützten die Brandbekämpfung. Der Brand war bereits unter Kontrolle, als um 13.30 Uhr weitere Meldungen über angreifende japanische Luftwaffenverbände eingingen, die aber nicht erfolgten. Die Birmingham, die sich unterdessen in Erwartung des neuen Angriffs von der Princeton entfernt hatte, kam wieder heran, als um 15.24 Uhr erneut eine starke Explosion das Heck des Trägers weiter stark beschädigte und der Brand erneut noch stärker als zuvor ausbrach. Bei dieser Explosion wurde auch der Kreuzer Birmingham stark in Mitleidenschaft gezogen. Erneut wurde Brandbekämpfung betrieben, allerdings erkannte man erst kurz nach 16 Uhr die Aussichtslosigkeit des Unterfangens. Nachdem die Besatzung der Princeton gerettet war, schoss der Zerstörer USS Irwin alle vorhandenen Torpedos auf die brennende Princeton ab. Aber auch nur dem Beschuss ist die Princeton nicht gesunken. Gegen 17.46 Uhr ist dann das hintere Torpedolager explodiert und riss die Princeton auseinander. Und erst nach dem Schade ist dann die Princeton innerhalb von Minute untergegangen. So, und jetzt texte ich euch nicht noch weiter zu. Das mache ich dann am Schluss. Hier kommt's erst Let's Play. Viel Spaß. Und da sind wir auch schon im Gefecht. Wir spielen auf der Karte Verwerfungslinie den Spielmodus Herrschaft. Wir haben einen Träger, 5 Schlachtschiffe, 4, 5 Kreuzer und einen Zerstörer. Der Gegner hat dafür 2 Träger, 5 Schlachtschiffe, 4 Kreuzer und einen Zerstörer. Also insgesamt sind hier sehr wenige Zerstörer im Spiel. Pro Team nur einer. So, mal gucken, wo die Jungs hinfahren. Jungs und Mädels, muss man ja sagen, man weiß ja nie. Gibt ja auch Mädels, die das spielen. Ich würde sagen, wir fahren Richtung A. Die Kreuzer sind hier sowieso jetzt dazu verdammt,
die Punkte einzunehmen, da wir ja Mangel an Zerstörer haben. Fahren wir Richtung A. Cleveland da rechts von mir. Die ist offenbar noch gar nicht im Spiel. Das sehe ich sowieso sehr oft. Also, dass Spieler dann doch 30 Sekunden lang nicht aktiv im Spiel sind. Entweder ist der PC, den sie dann haben, zu langsam oder ihre Internetverbindung schlecht. Und da drüben sehen wir schon eine Cleveland. Ja, da kommt einiges Richtung A. Aber ich hoffe, dass wir den Punkt als erster einnehmen können. Währenddessen fährt auf der rechten Flanke unser Zerstörer schon nach C. Das ist sehr schön. Von dem gegnerischen Zerstörer sieht man noch gar nichts auf der Karte. Vielleicht schläft der A noch. So, und jetzt sind wir gleich in dem Bereich A und fahren als Erster in den einzunehmenden Punkt. Und damit wir da auch ungestört den Punkt einnehmen können, bleiben wir hier mal stehen. So, mittlerweile haben wir C eingenommen. B ist offenbar. Um B kümmert sich offenbar niemand. Weder von unserem Team noch vom gegnerischen Team. Das ist gut. Insofern können wir hier gleich Vorsprung, Punktevorsprung aufbauen. Jetzt haben wir A eingenommen. Jetzt gucken wir mal hier vorsichtig raus. Da ist die Pensacola. Und da ist hier noch eine Colorado, die hinterher kommt. Und die Cleveland ist momentan nicht im Sichtfeld. Da ist sie, da ist sie. Auf H3. So, dann kriegt die Pensacola schon anständig Feuer, hat schon die Hälfte der Lebenspunkte verloren. Und jetzt haben wir sie auch noch in Brand gesteckt. Der hat jetzt keine Lust mehr. Der fährt fort. Ja, und er kriegt weiter Feuer. Leider hat davon jetzt nichts getroffen. Jetzt entschließen sich die Cleveland und die Colorado auf der G-Seite sich auch noch einzumischen. Aber wir stehen hier sehr gut aufgestellt. Und auf der rechten Flanke haben wir mittlerweile C sicher eingenommen. Der Gegner macht überhaupt gar keine Anstrengungen hier, C einzunehmen. Das ist immer wieder typisch für diesen Spielmodus, dass so ein Team komplett versagt und sich überhaupt nicht einig ist, wie man hier was machen soll. Bei uns hat das wieder offensichtlich sehr gut geklappt. So, jetzt fahren wir mal weiter. Mittlerweile sehe ich da auf F4, da kommt der gegnerische Kreuzer, der fährt. Wo will der dann hin? Die Mogami. Junge, wo willst du dann hin? Auf jeden Fall, da sich der Gegner hier zurückzieht, auf unserer Flanke befasse ich mich mit der Mogami. Da ist sie. Die decke mir gleich mit Feuer ein.
Also der will offenbar gar nicht nach B. Na? Das ist dann wieder typisch für den Spielmodus. Da wird versucht, Kills zu sammeln. In dem Irrglauben, man kann das Spiel dann so gewinnen. Aber das funktioniert ja meistens nicht. Und da kommen Torpedos auf uns zu. Den müssen wir jetzt gleich mal ausweichen. Das ist eine ganze Menge. 8 Stück. Das hat geklappt. Wunderbar. So, mittlerweile ist die Mogami hinter der Insel verschwunden, außerhalb des Sichtbereichs. Oh, der Kollege hinter mir hat es erwischt. Der hat das wohl zu spät gemerkt, dass hier Torpedos kommen. Wie es aussieht, will der mich auch in der Stütze gehen, die Mogami. Die müsste jetzt eigentlich gleich wieder hier vorne rauskommen. Wenn sie nicht die Fahrtrichtung geändert hat, müsste die gleich wieder sichtbar sein. Da ist sie. Ich schieße immer noch HE-Munition auf die Mogami. Und da haben wir sie auch in Brand gesteckt. Alter Vater, was hat uns denn jetzt getroffen? Alter Schwede, haben die mir eben hier aber auf die Ohren gehabt. Das waren bestimmt die beiden Schiffe, die da unten auf H4 sind. Alter Vater. Das hat wehgetun. Na egal, unterdessen brennt die Mogami weiter. Kann offenbar nicht löschen. Aber ich muss mir jetzt auch den Ball flach halten, sonst bin ich der Nächste, der hier dran ist. Und da hat sie mich wieder getroffen. Aber wir haben Zitadelltreffer. 2 Stück auf die Mogami gelandet. Und da haben wir sie versenkt, da ist sie weg. So, aber wir haben bloß noch 499 Lebenspunkte. Jetzt müssen wir gucken, dass wir, da kommen wieder Torpedos, dass wir hier Mirio relativ bequem hier vorne in dem Spiel, dass wir jetzt hier kein Risiko mehr eingehen und uns hier hinter der Insel in Deckung halten, soweit das geht, bis das Spiel vorbei ist. Ja. Danke, Cleveland. Hast mich da sehr schön unterstützt. Ohne die Unterstützung der Cleveland wäre es wahrscheinlich für mich nicht gut ausgegangen. Aber hat der Kollege sehr schön gesehen, dass hier die Mogami von unserer rechten Flanke, dass die entfernt werden muss. Weil wenn man sich mit Schiffsfeuer von zwei Seiten beschäftigen muss, dann ist das schwierig. So, jetzt brauchen wir noch 120 Punkte. Dann haben wir das Spiel gewonnen. Der Gegner steht schlecht, hat auch keine Chance mehr, das Spiel zu gewinnen. Ja. Das merken viele Teams oft zu spät, weil sie nicht auf die Punktzahl achte oder auf die Minikarte schauen. Ich kann es nur immer wieder wiederholen, macht das, schaut auf die Minikarte und schaut euch an, wo euer Team steht. Gerade bei dem Spielmodus ist das ganz wichtig. Habt ihr fein gemacht, Jungs und Mädels. Das war soweit ein schönes Spiel. Und jetzt nehmen wir auch noch B ein. Das heißt, wir haben dann komplett alle Punkte. Vielleicht klappt das noch, bis das Spiel vorbei ist. Noch 50 Punkte, die man brauche. Jo, so ist das. Und da ist das Spiel auch für uns gewonnen.
obwohl ich hier nicht viel geleistet habe, gab es 147.924 Credits, 2.189 Erfahrungspunkte, 108 freie Erfahrungspunkte. Wir haben ein Schiff versenkt. Sehr schön. Ja, wir haben nicht viel Schade gemacht, nur insgesamt ca. 33.000 Schaden. Aber wir haben das Spiel gewonnen. Sehr schön. So, soviel zum ersten Let's Play. Jetzt habe ich noch ein paar Ausschnitte aus dem Spiel. Da war ich mit der Pensacola unterwegs. Und schaut euch mal an, was manche Spieler hier so veranstalten. So, Freunde, das war ein Spiel auf der Karte Gefahrenheer, Herrschaft. Und es war eigentlich hier schon ein High-Tier-Spiel. Es gab insgesamt zwei Tier 10 in dem Spiel. Und schaut euch das mal an. Also ich nehme hier den Punkt D mit ein und fahre jetzt weiter und vor mir fährt eine Kitakami. Und jetzt guckt mal, was der gleich macht. Der ist weit und breit, kein anderes Schiff. Und der startet jetzt seine Nebel. Da wurde ich schon stutzig. Ich denke, warum macht der das? Da ist doch gar kein Schiff, das den auf die Entfernung sehen kann. Und jetzt wird's lustig. Ich drehe hier ab. Und fahre hier mit in die Klasse. Und da schießt er schon seine erste Salve ab. Die erste Salve von Torpedos und bleibt da stehen. Ich denke, ja gut, vor Paar Nummer 2. Der hat ja gar kein Ziel, dass er überhaupt beschießen kann. Und dachte, ja, jetzt, okay, jetzt hat er geschossen und das war's dann. Und ich stehe da und schaue mich ein bisschen um und gucke. Und dann höre ich auf einmal, dass der wieder Torpedos abgeschossen hat. Und ich habe hier Glück, das verfehlt mich um Haaresbreite. Und da das jetzt wieder gemacht hat, jetzt fährt er los, schießt ein Mitspieler von uns dann gleich eine Salve zurück und trifft natürlich den Spieler. Trifft den eigenen Spieler und nimmt jetzt die Kitakami raus. Der explodiert jetzt gleich. Und der Spieler regt sich natürlich jetzt auf. Ja. Und das war jetzt ein paar Sekunden später. Achtung, die zweite Kitakami. Wieder der gleiche Spieler, der die Kitakami rausgenommen hat. Achtung, die fahren jetzt nebeneinander. Und jetzt schießt die Kitakami gleich eine Salve ab. Und. So, Freunde, das war ja mal was Lustiges. Habt ihr gesehen, wie das war? Geht's euch auch so? Habt ihr auch solche Spieler im Team? Schreibt's in die Kommentare. Das würde mich riesig interessieren, was ihr so für Erfahrungen macht mit umherirrende Torpedos vom eigenen Team. Und jetzt geht's weiter mit dem neuen Let's Play. Viel Spaß! Wir spielen auf der Karte Verwerfungslinie, ein Standardgefecht. Wir haben im Team einen Träger, 4 Schlachtschiffe, 3 Kreuzer und 4 Zerstörer. Der Gegner hat einen Träger, 4 Schlachtschiffe, 4 Kreuzer und 3 Zerstörer. Und los geht's. Bei so einem Gefecht geht es ja vor allem auch darum, dass man die Kartendominanz für sich hat und den Gegner zurückdrängt, entweder alle Gegner ausschaltet oder das Spiel durch Einnehmen des gegnerischen Punkts entscheidet. Das ist bei dem Spielmodus
eigentlich immer anzustreben. Und ich schreibe jetzt gerade wieder No Teamplay, No Win, wie ich das eigentlich oft mache. Ja, wir fahren hier mit auf die linke Flanke und versuche hier unseren Zerstörer mit zu unterstützen, die Minekase. Schauen, vielleicht kommt der Kreuzer hier auch noch mit. Ja, natürlich sollte man auch auf die Minikarte immer schauen, dass man hier im Bilde ist, was passiert und dann dementsprechend reagieren kann. Natürlich bin ich auch nicht perfekt, oft sehe ich Sachen auch nicht. Das ist eine reine Übungssache, die man sich antrainieren muss, immer die Karte über sich zu behalten. Und da kommt schon der erste Zerstörer von der Gegner. 10,7 Kilometer entfernt. Ja, dann. Ich nehme mir das so oft vor, dass ich weiter vorhalle und die erste Salve ging dann komplett vorbei. Da habe ich immer noch so ein bisschen Probleme, ja, die schnelle Zerstörer dann auf solche Entfernungen dann genau anzuvisieren und zu treffen. Das muss ich auch noch über die zweite Salve ging auch vorbei. Schade. Aber er hat schon einen Treffer abgekriegt. Das ist gut. Da kommt noch eine Ober hinterher. Auch auf die Flankenseite. Wäre aber schon gut, wenn man den Zerstörer jetzt nur zuerst rausnehmen könnte. Und da dreht er ab. Das ist ja nicht mehr zu sehen. Ja, ist er wieder. Und die Ober kommt. Nee, das ist keine Ober. Das ist. Das war was anderes. Eine Miyoko und eine Colorado und die Aoba. Da ist die Aoba. Ja, die können wir nicht mehr treffen. Ja. Ja, und da steht wieder eine Nebelwand vor uns. Durch die wir nichts sehen können. Ja. So. Da trifft auch nichts davon. So, jetzt haben wir hier drei Kreuzer, ein Schlachtschiff und einen Zerstörer hier auf unserer Flankenseite. Und da hatte eben der Zerstörer, der gegnerische, wieder eine Salve abkriegt. Der hat nur noch 50% seiner Lebenspunkte. Na, ein bisschen mehr vielleicht. Und da haben wir die Miyoko getroffen zum ersten Mal. Also einen Treffer haben wir schon. Und den nächsten Treffer. Das ist noch ein bisschen dünn. So, Aoba. Ja. Jawohl, und dann ist die Aoba zerstört worden von unserer Minikase. Sehr schön, das hast du sehr fein gemacht. Ist aber selber jetzt schwer getroffen, die Minekase. Und da ist sie rausgenommen. Es steht 3:2 für uns. So. Jetzt sind wir hier aber auch in der Überzahl auf der Flanke. Die Miyoko ergreift schon die Flucht. Währenddessen schießt die Colorado auf mich. Ja, trifft mich. Hat Flachs zerstört. Bei mir. Das ist nicht so wichtig. Die Gegner haben keinen Träger mehr. Der ist schon rausgenommen. Es steht 4:2 für uns.
So. Können wir nichts mehr treffen, da ist unsere Geschützreichweite zu kurz. Die New Mexico können wir nicht mehr erwischen. Die Colorado auch nicht. Aber wie es aussieht, zieht sich der Gegner auf unserer Flankenseite sowieso schon taktisch zurück. Das ist für uns gut, weil wir jetzt die Inseln als Deckung noch haben. Der Gegner hat das nicht mehr. Die Option hat er nicht mehr. Die hat er aufgegeben. Der Gegner fährt also immer frei. Und wir können hier die Inseln schön als Deckung benutzen, wenn sie denn gebraucht wird. Ja, schön, haben wir 7 Zieltreffer gehabt. Mittlerweile schießen wir AP-Munition. Nochmal 4 Treffer. Schön. Insgesamt haben wir schon 23 Treffer. Ja, die Kollegen vom Gegnerteam haben die Colorado jetzt auch ein bisschen allein gelassen. Beziehungsweise auch umgekehrt. Ja. Dann ist ja eigentlich klar, dass man dann als Gegner zum Hauptziel wird. Ja, wenn man irgendwo mehr oder weniger allein steht und jetzt bekommen sie anständig Treffer ab. Die Colorado. Oha. Ja. Da schlägt Salve um Salve, schlägt ein. Und wie es aussieht, kommen die New Mexico und der andere verbleibende Kreuzer nicht zurück, um hier die Colorado zu unterstützen. Ja, das ist gut für uns. So können wir in aller Ruhe hier die Colorado bei der Beschießung rausnehmen. Hoffentlich. Ja. So, mittlerweile sehe ich, dass wir in der Kartenmitte offenbar ein Problem haben. Deswegen muss die Colorado jetzt umso schneller herausgenommen werden. Und das ist auch gleich der Fall. Hoffentlich. Da ist sie weg. Die Colorado ist zerstört. Das ist gut. Jetzt haben wir ja endgültig die Kartenübermacht erreicht. Jetzt sehe ich aber mittlerweile wieder in der Mitte, dass da ein Schiff in Richtung unseres Basispunkts fährt. Und ich denke, ich kann hier die Flanke jetzt mal meine Kollegen überlassen und gucke, dass ich hier in die Mitte fahre. Und was immer da jetzt kommt. Also, I go back for Base Defense. Habe ich gerade geschrieben und das ist Nagato. Mit Nagato kommt er. Ja, da müssen wir hin. Auch wenn wir den Nagato nicht gewachsen sind. Zumindest müssen wir hier verhindern, dass die Nagato in. Und jetzt schreibt auch hier ein Kollege SOS. Das ist die zweite Cleveland, die hier mitfährt. Es müsste ja auf G8 sein. Ja, wir haben es doch gesehen. Ist doch gut, ich komme doch schon. Ich komme schon. OMW, on my way. Und da wir die Nagato jetzt von zwei Flanke attackieren können, haben wir da gute Chance, die Methoden schade zu belegen. Oder vielleicht können wir sie auch ganz rausnehmen. Jetzt ist sie mittlerweile im Cap-Kreis und fängt mit der Basiseroberung an.
Das könnte man natürlich mit jedem Treffer, den wir jetzt lande auf die Nagato, können wir diesen Eroberungsfortschritt wieder zurücksetzen. Wie gerade jetzt wieder. Und jetzt hat sie schon gemerkt, dass das hier nicht so leicht wird, Geo uns 2. Ja, bekommt Feuer von mir, bekommt Feuer von der zweiten Friedland auf H8. Ja, Junge, so einfach wird das hier nicht fertig. Ja, vielleicht können wir sie jetzt auch noch zum Brennen bringen. Die Nagato, das wäre ganz toll. Und jetzt brennt sie. Sie brennt. Hat aber gleich den Brand wieder gelöscht und sie schießt jetzt auf mich. Wenn sie bei mir einmal einen Volltreffer landet, dann bin ich weg. Ja, das ist noch akzeptabel, der Treffer, den sie bei mir gelandet hat. Es ist nichts Wichtiges beschädigt. Und da haben wir sie wieder in Brand gesteckt und jetzt, da sie eh gerade repariert hat, kann sie jetzt so schnell nimmer reparieren. Das heißt, die Besatzung muss das Feuer selbst löschen oder muss warten, bis er die Reparaturoption wieder benutzen kann. Und jetzt verliert sie auch ständig viel an Lebenspunkte und das ist jetzt nur eine Frage von Sekunde, bis wir sie rausgenommen haben. Jawohl, sehr schön. Der Kollege in der Cleveland hat sie rausgenommen. Und da das mittlerweile schon 9:5 steht, können wir uns wieder befassen mit dem Rest der Gegnerschaft. Dazu müssen wir aber die ganze Karte überqueren. Weil wie es aussieht, ist hier von den 3 Schiffen, die noch da sind, sind die alle in der gegnerischen Hälfte. Und da fahren wir jetzt hin. Wir haben noch 6 Minuten 50 zu spielen. Das sollte man bequem schaffen, dass wir das Spiel für uns entscheiden. Natürlich haben wir jetzt eine lange Strecke zu fahren. Und jetzt steht es schon 10:6 für uns. Also das sollte funktionieren. Dass wir den Gegner hier rausnehmen. Ja. Soweit. Schönes Teamplay. Mir konnte, egal wo der Gegner angegriffen hat, konnte man den Angriff zurückschlagen. Wir haben dem Gegner links gleich die Karte Vorherrschaft genommen und ihn ins offene Gewässer zurückgedrängt. Und die Colorado und die zweite Cleveland, die schließen sich hier mir an. Die wissen auch, worum es geht. Dass wir jetzt schon ein bisschen aufs Tempo drücken müssen. Man sieht, wie schnell hier die Zeit verrinnt. Es sind noch 5 Minuten 30. Und jetzt gucken wir mal, dass wir auf schnellsten Wege in den gegnerische Basispunkt komme, um den einzunehmen. Und natürlich die Gegner zu zerstören. Das wäre die zweite Option, die wir haben. So, und unser Träger, der greift natürlich jetzt dauernd die Gegner an. Der Träger ist da unten sehr gut geschützt. Dem kann niemand mehr gefährlich werden. Und ich schreibe jetzt gerade, dass wir noch 4 Minuten 30 haben, bis das Spiel vorbei ist. Und die Zeit, die hält halt nicht an. Die läuft weiter, die Zeit. Ja, so. Ein Gefecht ist manchmal schnell um.
Und jetzt schreibe ich, einer sollte doch bitte in den Cap-Punkt fahren. Das wäre unsere Mini-Kase, aber die macht das offenbar jetzt nicht. Okay. Na, da müssen wir gucken, wie wir klarkommen. Bei mir dauert es mit Sicherheit noch eine Minute, bis ich im Cap-Punkt ankomme. Ja. Und man sieht, die Gegner sind noch kerngesund. Die haben noch jede Menge Lebenspunkte. Das wird schwer. Wenn die zwei hier zusammenarbeiten und einen nach dem anderen, den wir hier reinkommen, attackiere, dann wird's schwer. Und da schießt die Minikase schon auf den Gegner. Wahrscheinlich laufen die Torpedos aber gar nicht weit genug, dass die hier gefährlich werden. Und da können wir schon die erste Salve schießen. Müssen wir natürlich nebenbei, obwohl mir eine Cap-Punkt wolle, den eine gegnerische Salve noch versuche auszuweichen. Weil das bringt ja nichts, wenn ich da mit 5000 HP dann ankomme in dem Cap. Und die wissen natürlich, um was es geht. Die versuchen jetzt natürlich zu unterbinden. Jeden Cap zu unterbinden. Es sind noch, mittlerweile nur noch 2 Minuten 20, die mehr Zeit haben, den Gegner rauszunehmen oder den Cap-Punkt zu erobern. So, jetzt läuft die Zeit für uns. Jetzt haben sie mich getroffen und natürlich den Eroberungsfortschritt so wieder zurückgesetzt. Und treffen mich wieder. Jetzt fährt der zweite Kreuzer mit mir in den Cap-Punkt. Der hat auch nicht mehr Lebenspunkte wie ich. Dem geht es auch nicht mehr so gut. Na, die sind jetzt eigentlich stark. Von dem Standpunkt her gesehen sind die im Vorteil. Nur unsere Minikase, die ist noch gut in Schuss. Die hat noch alle Lebenspunkte. Jetzt ist das zweite Gegnerschiff gefallen von denen. Die haben sich auch getrennt, was wahrscheinlich nicht so schlau war. Jetzt steht es 11 zu 7. Wir haben noch einen gegnerischen Kreuzer, den wir rausnehmen müssen. Und die Minikase macht das vielleicht jetzt. Die nimmt jetzt den Kreuzer raus. Oder auch nicht. Verdammte Hacke. Wir haben noch 45 Sekunden. Alter Vater. Ob mir das mit unserer Feuerkraft schaffe, ich weiß es nicht. Das wird ein knappes Ding. Noch 30 Sekunden. Also ich müsste den, glaube ich, zerstören. An der Stelle wird das nichts mehr. Die Miyoko muss raus. Noch 20. Oha, das wird eng. Noch 9. Und da ist sie raus, die Miyoko. Wir haben das Spiel gewonnen. Es gab 174.252 Credits, 2.217 Erfahrungen und 109 freie Erfahrungspunkte. Wir hatten 215 Treffer insgesamt. Ja. Das war doch auch ein sehr schönes Spiel. Wir haben 549 Granaten abgefeuert. Und Schaden 37, 57, 63, 70.000 Schaden ungefähr haben wir gemacht. Sehr schön. Das war wieder ein schönes Teamplay. Fein, so kann es weitergehen.
So Leute, das war's auch für heute mit den zwei Let's Plays mit der Cleveland. Ich mag die Cleveland eigentlich richtig gern. Ist mein Lieblingsschiff seit dem ersten Gefecht. Und mich würde interessieren, welche Schiffe findet ihr gut? Was kann ich im nächsten Let's Play einbauen? Ich freue mich über Anregungen und Ideen. Und wenn ich das realisieren kann, dann mache ich das natürlich gern. Ich werde dann auch in den nächsten Gefechten vermehrt außergewöhnliche Dinge aufzeichnen, die so passieren, und wieder ins nächste Let's Play einbauen, wenn ihr das gern seht. Für heute over and out, euer Cap One, eure Kappe 1 aus der Pfalz. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.